Gustl Mullert, das bekannteste Justizopfer Deutschlands, bekommt 600.000 Euro Entschädigung vom Bundesland Bayern. Es sei eine entsprechende gütliche Einigung erzielt worden, teilte das Landgericht München I mit. 2.747 Tage, mehr als 7 Jahre, war Gustl Mullert in der Psychiatrie eingesperrt. Der 62-Jährige wurde 2006 in einem im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit mit seiner früheren Frau geführten Prozess wegen Wahnvorstellungen zwangseingewiesen. Zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Mullert verklagte den Freistaat daraufhin in einem Amtshaftungsverfahren und forderte 1,8 Millionen Euro. Das Land hatte ursprünglich nur die gesetzlichen 25 Euro pro Tag als Entschädigung angeboten. Das wären 68.675 Euro.